Will die CDU die gesetzliche Rente zerstören? Millionen Menschen droht Altersarmut durch massive Erhöhung der Rentenabschläge. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, Zuschauer auf dem YouTube-Kanal von Rentenbescheid24.de, die CDU ist wirklich drauf und dran, der gesetzlichen Rente den letzten Schlag noch zu versetzen. Was geht denn eigentlich in den Köpfen der CDU überhaupt vor? Haben die wirklich noch alle Tassen im Schrank, meine Damen und Herren? Ihre Vorschläge, die Sie erst vor ein paar Tagen auf den Tisch gelegt haben, zerstören das letzte Vertrauen in unsere Rentenkasse. Diese Partei, die seit Jahrzehnten renitent jeden Vorschlag zur Verbesserung der Rente, eine einheitliche Rentenversicherung ablehnt und sich verweigert, will nun das Renteneintrittsalter ab 2031 von 67 Jahren auf jeweils weiter 4 Kalendermonate pro gestiegenes Lebensjahr erhöhen. Macht sich Merz und Co. überhaupt mal Gedanken darüber, welchen Eindruck unsere Jugend und unsere jungen Arbeitnehmer der Zukunft haben, wenn sie Angst haben müssen, eine schlechte Rente zu bekommen? Bei solchen Nachrichten, meine Damen und Herren, die CDU will das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung anknüpfen. Wir haben ab den Geburtsjahrgängen 1964 ein Renteneintrittsalter von 67 Jahren. Das heißt, die Regelaltersgrenze beginnt dann bei Geburtsjahrgang 1964 im Jahr 2031. Und das will jetzt die CDU ab 2031 dann ändern. Da soll es Stück für Stück weiter raufgehen. Also, meine Damen und Herren, knüppeln bis zum Umfallen ist doch völlig egal. Hauptsache, wir als CDU haben unseren Willen durchgesetzt und können hier uns was auf die Fahne schreiben und für Diskussionen im drohenden Bundestagswahlkampf sorgen. Unabhängig von der Frage, ob dies verfassungsrechtlich überhaupt haltbar ist, weil wir in der Lebenserwartung allgemein Unterschiede zwischen Mann und Frau ausmachen müssen, ist und war von dieser Partei, der Reichen und der neoliberalen Besserwisser, nichts anderes zu erwarten. Alle Vorschläge, die in diesem Zusammenhang durch die CDU gemacht werden, dienen nur den Interessen unseres Großkapitals, der Banken und Versicherungen. Was genau da geplant ist, das erläutere ich auch noch in diesem Video an einer etwas anderen Stelle. Wir wissen doch alle, wo Friedrich Merz, bevor er der Vorsitzende der CDU geworden ist, zuletzt gearbeitet hat, beim Turbokapitalisten BlackRock in Deutschland. Mich verwundert es nicht, dass die Vorschläge der CDU, die im Zusammenhang mit der Erhöhung des Renteneintrittsalters gemacht werden, die Freudentränen der Vorstände der Banken und Versicherungen treiben. Endlich wieder staatlich verordnete Gewinne, wie bei Mega-Reinfall-Riester-Rente haben wir das ja auch schon hinter uns, auf Kosten unserer jüngeren Generation machen. Es soll Geld zukünftiger Arbeitnehmergeneration in die Hände dieser Kapitalvernichter gelegt werden. Kein Wunder, dass Friedrich Merz nicht mehr zur Ruhe kommen wird, wenn man ihm Tag und Nacht für diesen tollen Vorschlag auf die Schulter klopft. Da kann ich dann auch nicht mehr schlafen. Aber ich kann vor Zorn nicht mehr schlafen, lieber Herr Merz. Die Vorschläge von Merz, Linnemann und Co. reihen sich in den Rentenirrsinn von Dulger und anderen Arbeitgeberverbandsmogulen heute am 22.04.2023 ploppte ein Vorschlag hoch vom, ich glaube, Arbeitgeberpräsidenten Metall. Der will jetzt praktisch das Renteneintrittsalter von 67 auf das 68. Lebensjahr erhöhen. Und die Leute sollen dann auch noch bis 40 Stunden in der Woche arbeiten. Grund ist der Arbeitskräftemangel, die Demografie. Meine Damen und Herren, auch hier wissen wir, die Politik hat einfach nur geschlafen. Die haben sich nur um sich selbst gekümmert, aber nicht das Problem in Angriff genommen. Meine Damen und Herren, komisch ist es wirklich immer nur, dass solche Vorschläge
immer von Leuten kommen, die entweder als Politiker mit der gesetzlichen Rente nichts am Hut haben, weil sie selbst horrende Abgeordneten-Diäten erhalten und oft, das muss ich wirklich sagen, sehr oft null Ahnung von Rentenrecht und der Lebenswirklichkeit haben oder aber privat begütert sind und aufgrund der Mehrwertausbeutung eigener Arbeitnehmer vor Geld und vor Lachen nicht mehr in den Schlaf kommen. Die CDU sollte einfach nur shut up, Mund halten und sich die Frage stellen, ob ihre Vorschläge nicht einfach nur politischer Selbstmord sind. Ich kann nur sagen, liebe Leute und auch die jüngere Generation, denkt mal bitte über diesen Vorschlag der CDU, aus meiner Sicht der ewig gestrigen CDU, nach und ihr werdet erkennen, welche katastrophalen Folgen diese Vorschläge haben werden, wenn sie denn umgesetzt werden. Ich kann davor nur dringend warnen. Fangen wir doch einfach mit dem Rentenirrsinn der CDU mal an. Die erste wesentliche Änderung. Die CDU fordert in einem Papier einer Fachkommission zufolge ein späteres Renteneintrittsalter. Dies solle ab dem Jahr 2031 direkt an die steigende Lebenserwartung gekoppelt werden, heißt es in diesem Papier. Und weiter, konkret erhöht sich dann dadurch die Regelaltersgrenze um 4 Monate für jedes gewonnene Lebensjahr. Bislang steigt das Renteneintrittsalter der gesetzlichen Rente bis zum Jahr 2030 schrittweise auf 67 Jahre an. Für die Geburtsjahrgänge ab 1964, ich habe es ja schon eingangs erwähnt, bedeutet ein Rentenbeginn mit 63 Jahren mit dem Anstieg der Regelaltersgrenze auf das 67. Lebensjahr schon de facto die Höchststrafe, 14,4% Abschlag für 48 Kalendermonate vorzeitigen Rentenbeginn. Das will ja die CDU sogar noch ausweiten. Das ist ja die Folge dieser ganzen Geschichte. Meine Damen und Herren, die erste Frage, die sich da stellt, wer legt die Lebenserwartung eigentlich fest? Wie wird die Lebenserwartung zwischen Mann und Frau rechtlich bewertet? Werden dann Frauen höhere Abschläge in der Rente bekommen, weil sie ja statistisch gesehen älter werden als Männer? Oder wird an einem individuellen statistischen Lebenserwartungswert angeknüpft? Da bin ich mal richtig gespannt, was für Antworten die CDU hierauf hat. Vor allem auf die Frage der verfassungsrechtlichen Ungleichbehandlung von Mann und Frau. Die CDU-Wählerinnen müssten allein schon deshalb wegen diesem Vorschlag von ihrer Partei in Scharen davonlaufen. Wollen sie wirklich für ihre Partei länger arbeiten gehen? Ich hätte da keinen Bock drauf, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Zweite Änderung. Weil immer mehr Menschen nicht bis zur Regelaltersgrenze wegen Krankheit werden arbeiten können, sollen die anderen Säulen der Altersvorsorge gestärkt werden, um auf eine auskömmliche Alterssicherung zu kommen. Was ich jetzt Ihnen erzähle, ist wirklich der absolute Burner, was sich da die CDU ausdenkt. Auf der einen Seite sagt sie, wir wollen die Regelaltersgrenze um 4 Kalendermonate an eine gestiegene Lebenserwartung koppeln. Gleichzeitig sagt sie aber auch, im Grunde genommen gibt es dafür höhere Abschläge, wenn ich vorzeitig in Rente gehe, weil ich krank bin. Und ich werde dann einen gewissen Ausgleich bekommen aus den 2 weiteren Säulen der Altersvorsorge. Meine Damen und Herren, da graut es mir, wenn ich diesen Unsinn höre, der da verzapft wird. Was sich so nett anhört, ist rentenrechtlicher und auch politischer Sprengstoff. Die CDU schlägt für diejenigen Menschen, die ab 2023 nicht länger arbeiten können, einen Ausgleich dafür vor, dass sie also sozusagen, wenn sie früher in Rente gehen, hier den höheren Rentenabschlag dann irgendwie finanziell ausgeglichen bekommen. Und zwar als auch, ja, also das hatte ich ja gerade gesagt, so. Und für die drohenden höheren Abschläge wird die CDU sagenhaft sensationelle Ausgleiche schaffen. Und diese Vorschläge kommen tatsächlich wieder mal aus der Mottenkiste des neoliberalen Denkens und dem Festhalten an flankierenden Alterungssicherungssystemen, die aus meiner Sicht schon lange Zeit völlig versagt haben. Für alle Geringverdiener soll es eine verpflichtende Betriebsrente geben, die zu gleichen Teilen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern finanziert werden. Für Geringverdiener, meine Damen und Herren. Ja, wenn also jemand 12 Euro Mindestlohn hat, dann denkt er doch im Leben nicht daran, auch noch eine Betriebsrente abzuschließen. Was ist denn das für ein Unsinn? Für Arbeitnehmer mit geringem Stundenlohn soll es dann Zuschüsse geben. Alles klar. Also auf Deutsch gesagt, der Steuerzahler muss dann wieder hier mit eingreifen.
Die Betriebsrente hat aus meiner Sicht als flankierende Altersvorsorge schwer versagt, weil es keine ausreichenden Anpassungen gibt. Wir haben ja nur die Rentenanpassung 1%. Im Übrigen auch CDU wieder mit dabei, die das mitverzapft hat. Ne? Da gab es ja dann dieses Änderungsgesetz zur Änderung des Paragraphen 16 oder 16a Betriebsrentengesetz. Da steht das ja drin. Wir haben ja eine ganz lange Phase der extrem niedrigen Zinsen, ganz hohe Abschlusskosten zum Teil, die wirklich sehr, sehr hoch waren. Und was auch noch immer wieder gerne totgeschwiegen wird, ist ja, dass durch die prozentuale Freistellung von Bruttolöhnen aufgrund Abführung von Beiträgen in die Betriebsrente die eigene gesetzliche Rente auch noch geschwächt wird. Denken wir bitte immer an den Durchführungsweg der Direktversicherungen. Da ist das richtig aufgeblockt. Also da erleiden die Menschen heute richtig Nachteile in der Betriebsrente. Meine Damen und Herren, ich kann nur sagen, was ist das denn für ein Vorschlag? Und dann kommt als nächstes ein neues staatlich gefördertes Standardprodukt, die Riester-Rente ersetzen soll. Kriterien, keine Abschlusskosten, mögliche niedrige Verwaltungskosten. Diese neue private Altersvorsorge soll verpflichtend für Arbeitnehmer sein, außer sie widersprechen ausdrücklich das sogenannte Opt-out-Modell. Also ich sage auch hier eine grauenvolle Vorstellung, was ich dort höre, denn auch hier werden wieder den Versicherungsunternehmen Milliarden in den Rachen geworfen. Aus allem, was ich in den letzten beiden Jahrzehnten in diesem Sektor erlebt habe, kann ich nur sagen, Hände weg von dem Geld unserer versicherten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Denken Sie doch bitte mal alle, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer dieses Videos, an die Finanzkrise 2008, 2009 zurück. Die Turbokapitalisten aus der USA und der Deutschen Bank haben diesen ganzen Irrsinn verzapft und die Folge war eine Nullzinspolitik, damit eine gigantische Geldvernichtung von Vermögen der Betriebsrenten. Es gab keine Verzinsung auf die Betriebsrenten. Riester-Renten sind de facto völlig wertlos geworden oder zum Teil wertlos geworden. Gigantische Abschlusskosten und Folgeprovisionen werden hier abkassiert. Also das ist alles ein Frums, ein Müll, den hier die CDU tatsächlich anbietet. Ich selber habe das ja auch erlebt in meiner Rürup-Rente. Ich bin ja seit 2001 selbstständig und habe dann flankierend als Altersvorsorge eine Rürup-Rente abgeschlossen. Sie können sich ja glauben, was ich dort für eine Wahnsinnsverzinsung bekommen habe. Die ist de facto bei Null. Ja, ich kann also froh sein, wenn ich die Beiträge, die ich dort eingezahlt habe, dann auch vielleicht noch ausgezahlt bekomme. Aber die Entwertung aufgrund der Inflation ist ja auch da. Und als drittes Modell soll dann ein Standardvorsorgeprodukt für neugeborene Kinder abgeschlossen werden können, finanziert durch ein Startkapital vom Staat für jedes neugeborene Kind. Meine Damen und Herren, diese CDU-Vorschläge sind Rentenreformen aus der Steinzeit. Rentenberater von rentenbescheid24.de, ich auch, Rentenberater Peter Knöppel, sagen schlicht und ergreifend einfach nur Nein zu diesen Vorschlägen der CDU. Hat die CDU nichts gelernt aus der Vergangenheit oder will sie nur wieder Klientelpolitik für Banken und Versicherungen betreiben? Wir, die Rentenberater von rentenbescheid24.de, können nur sagen, die Vorstellungen der CDU sind völlig neben der Spur. Die Menschen in Deutschland vertrauen der Politik nicht mehr, schon gar nicht in Sachen Altersvorsorge. Die Menschen in Deutschland wollen, und das haben Umfragen gezeigt, mehr als genug, eine gesetzliche Rentenversicherung mit sicheren und auskömmlichen Renten. Sie wollen eine einheitliche Rentenversicherung, sie wollen eine generationengerechte Rentenversicherung und kein Geld mehr für Banken und Versicherungen durch staatlich organisierte Säulen der Altersvorsorge. Riester-Rente und Betriebsrente können meinetwegen abgeschafft werden und alle Menschen in Deutschland rein in die gesetzliche Rente. Auch Merz und Co. von der CDU müssen dort rein. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Und wenn Sie auch
meiner Meinung sind, dass die CDU unser Vertrauen in die gesetzliche Rente mit diesen Vorschlägen zerstört, dann kommentieren Sie bitte einfach dieses Video und schicken Sie uns Ihre Nachrichten und schreiben Sie bitte auch Ihren Abgeordneten im Bundestag und sagen Sie ihnen, was Sie von diesen Vorschlägen halten. Ich finde, es ist nur eine Katastrophe. Ciao!